Fachkräftemangel in Deutschland. Was kann man dagegen tun? Sarah Klockmann und Mike Musilak, die Vertriebsleiter der M2 Personal GmbH und Arcon Personal Service, liefern die Antworten beim Business Talk am Kudamm. Herr Musilak, Frau Klockmann, Sie arbeiten beide für den Personaldienstleister Arcon. In welchen Städten arbeiten Sie und für welche Berufssparten suchen Sie Personal? Ja, ich bin hier in Berlin bei Arcon tätig, bin seit ca. 25 Jahren in der Personaldienstleistung, verschiedene Bereiche schon betreut. Hier in Berlin sind wir speziell im gastronomischen Bereich, im medizinischen oder in der Pflege, aber auch im technisch-gewerblichen Bereich durch unseren Kollegen, der dort die Heizung, Sanitärinstallateure, Elektriker betreut oder im Lagerbereich halt. Ja, ich komme aus Magdeburg, bin dort bei der Arcon tätig, mittlerweile seit 10 Jahren im Personaldienstleistungssektor. Wir haben hauptsächlich den medizinischen Bereich, den gastronomischen Bereich und den Produktionsbereich, scheuen uns aber auch vor nichts anderem. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie scheuen sich vor nichts anderem. Ich kann mir auch vorstellen, weil sich die Branche einfach enorm schnell wandelt. Wie sehen Sie Ihren Job heute in der Zeitarbeit? Also auf jeden Fall anders wie vor 10 Jahren. Es ist ja nicht mehr die klassische Zeitarbeit, heute rein, morgen wieder raus. Es ist ja wirklich langfristig gedacht. Klar gibt es jetzt nach dem neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz halt auch Grenzen mit 18 Monate Höchstüberlassungsdauer. Aber wir versuchen natürlich halt trotz dessen unsere Mitarbeiter langfristig an uns zu binden. Viele Branchen haben ja auch immer mehr Bedarf. Also die vielleicht auch vor 10 Jahren niemals gedacht haben, wir müssen mal auf Zeitarbeit zurückgreifen. Aber aufgrund des Mangels ist der Boom halt doch noch da. Ich wollte sagen, Frau Klockmann ist seit 10 Jahren dabei, Sie sind sogar seit 25 Jahren dabei. Wie schätzen Sie die Lage ein? Ja, also wir reden ja eigentlich auch gar nicht mehr von Zeitarbeit heutzutage. Es ist Personaldienstleistung, es ist ein umfassendes Paket geworden. Von der Beratung der Bewerber speziell, auch von der Kundenbetreuung. Also wir sehen uns jetzt wirklich nicht als Zeitarbeit, sondern als Dienstleister für die einzelnen Branchen und für unsere Bewerber. Sie haben sich eben gerade als Personaldienstleister beschrieben. Was unterscheidet Sie denn von anderen Personaldienstleistern? Es ist in der Tat schwierig, sich von den anderen zu entscheiden. Also da muss man schon doch sich ordentlich anstrengen. Aber es gelingt uns dadurch, dass wir wirklich auf unsere Bewerber gezielt eingehen, dass wir auch bei unseren Mitarbeitern darauf achten, wenn sie Wechselschichten benötigen, wenn sie Freischichten benötigen. Wir vergeben grundsätzlich nur unbefristete Arbeitsverträge. Wir sind tarifgebunden, wir sind der IGZ angeschlossen. Für uns steht der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Für uns ist der Mensch im Mittelpunkt. Genau, von Hand zu Hand, von Mensch zu Mensch. Und die Mitarbeiter sind unser Kapital. Mhm. Ohne unsere Mitarbeiter könnten wir unseren Job gar nicht ausführen. Und das sollte man sich, denke ich mal, auch jeden Tag noch mal dran erinnern, ohne unsere Mitarbeiter wären wir gar nichts. Mhm. Sehr schön gesagt. Sie haben auch gesagt, die Branche hat sich sehr geändert, auch in den letzten 10 Jahren. Da war es eben, wie Sie es vorhin gesagt haben, rein raus. Also es war eine temporäre, kurzfristige Mitarbeit. Wie sieht es heute aus? Jetzt haben Sie es eben schon gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, aber vielleicht auch noch andere Aspekte. Ja, auf jeden Fall setzen wir auf langfristige Mitarbeit. Ne? Also nicht mehr, dass die Mitarbeiter nach 3 Wochen gleich die Kündigung bekommen. Man schaut halt auch wirklich, dass auch wenn ein Einsatz endet, der Mitarbeiter halt trotzdem weiterhin bei uns beschäftigt ist. Man nimmt sich die Probleme an und irgendwo findet man halt auch eine Lösung. Weil wir wissen halt auch, was der Mitarbeiter kann. Irgendwann kennt man den Mitarbeiter durch die langfristige Zusammenarbeit. Die Mitarbeiter haben ja auch viele verschiedene Qualifikationen aufgrund dessen, dass sie halt auch den Arbeitsplatz wechseln. Nehmen Sie sich ja auch mehrere Qualifikationen an, was halt auch vom Vorteil sein kann. Mhm. Ein Mitarbeiter hat bei uns auch ein Mitspracherecht, wenn ihm ein Arbeitsplatz in dem Sinne nicht gefällt, weil er damit nicht irgendwie klarkommt, dann bemühen wir uns natürlich auch, dass wir da einen Wechsel finden für ihn. Mhm. Wie sehen Sie den aktuellen Trend der Bewerber bei Ihnen in der Branche?
Ja, es ist aktuell auch schwieriger geworden. Also wir haben ja diesen Fachkräftemangel im weitesten Sinne. Es sind mehr Hilfskräfte, die sich bewerben. Und wir versuchen da natürlich auch positiv einzuwirken, dass wir aus den Hilfskräften dann Fachhelfer machen durch langfristige Bindung bei den einzelnen Unternehmen, was uns natürlich das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz oder die Reform erlaubt in Langfristigkeit, aber da sind wir eigentlich sehr aktiv dabei. Ne? Und dann sicherlich auch nochmal durch die Weiterbildung der einzelnen Mitarbeiter. Genau, in den einzelnen Betrieben werden sie ja auch dann nochmal extra ausgebildet zusätzlich, erhalten ihre super Einweisung von den vereinzelten Arbeitsbereichen, die sie dort haben. Und oft ist es ja auch mittlerweile so, dass auch die Mitarbeiter in den Kundenunternehmen integriert werden. Sie sind nicht mehr der Zeitarbeiter, so wie es mal war, sondern gehören eigentlich zum Stammpersonal. Wenn Weiterbildungen stattfinden intern, dürfen die Mitarbeiter mit dran teilnehmen. Die werden genauso oft geladen zu Weihnachtsfeiern oder anderen Festlichkeiten, sodass halt auch die Mitarbeiter sich dort als Teil des Unternehmens finden. Das ist auf jeden Fall das große Ziel und so sollte es auch sein. Genau. Letzte Frage, welche Branchen boomen in der Zeitarbeit? Also auf jeden Fall derzeit, denke ich, auch die Pflegebranche ist sehr stark im Kommen, dadurch, dass da halt auch immer mehr die Fachkräfte fehlen, beziehungsweise, ja, wie man halt auch aus den Medien hört, sehr viel Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen dort sind. Die Baubranche, also wir dürfen ja nicht ins Bauhauptgewerbe überlassen, aber das Baunebengewerbe, Elektrosanitär, ist halt das, wo halt auch sehr viele Anfragen sind. Ja, hier in Berlin natürlich auch im Tourismusbereich, Gastronomie, da werden sehr viele Kräfte benötigt. Oder jetzt das neue Gesetz hier in Berlin, jedes Kind darf in der Schule kostenfrei essen. Natürlich muss das Essen auch an die Kinder verteilt werden, also brauchen wir dafür Kräfte. Und da hat sich auch unsere Berliner Niederlassung so ein bisschen spezialisiert auf der Essenausgabe. Also. Vielen Dank für Ihre ganzen Antworten und die Einblicke. Danke. Vielen Dank Ihnen.